Ich bin scheinbar hier auf der IFA 2018 für das Thema Gaming verantwortlich, denn ich stelle euch jetzt das Gaming-Headset Mindframe von Omen bei HP vor. Das ist ein ziemlich cooles Gaming-Headset, das auch sehr bequem ist, denn das Kopfband, das passt sich individuell an und die Polster hier in den Ohrmuscheln sind sehr schön weich. Ich setze es mal auf, damit ihr das besser sehen könnt. So. Und es ist jetzt wirklich sehr viel ruhiger. Ich höre weniger von den Umgebungsgeräuschen und meine Ohren sind auch komplett umschlossen. Es hat hier so eine Lärmreduzierung. Und zwar mit diesem Regler hier könnt ihr einstellen, dass der Lärm weniger reduziert wird oder mehr. Das ist dafür da, dass wenn ihr zockt, dass ihr auch die Mutti hört, die euch ruft, wenn das Essen fertig ist. Also ziemlich cool und je nachdem, wenn ihr dann lieber das nicht mehr hören würdet, macht ihr es einfach die Lärmreduzierung stärker. Weiterhin wurde dieses Headset mit einer professionellen E-Sportlerin zusammen entwickelt. Und bei den professionellen Zockern ist es ja so, die müssen solche Headsets stundenlang aufhaben. Und da kann es ja passieren, dass es sehr warm wird. Und deswegen gibt es hier eine thermoelektrische Kühlung drin. Das zeige ich euch direkt mal. Hier. Und die sorgt dafür, dass die Temperaturen heruntergekühlt wird, aber maximal auf also 3 Grad kühler, sodass ihr nicht irgendwie krank werdet oder eine Mittelohrentzündung bekommt. Genau, das Mindframe ist außerdem RGB, also hat wieder eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, also eine Beleuchtung, keine Hintergrundbeleuchtung, die ihr wieder individualisieren könnt, je nachdem, wie ihr gerne möchtet, in welcher Farbe sie auch blinkt. Die UVP dieses coolen Headsets liegt bei 199 €. Ja, ein stolzer Preis, aber wer hat schon eine thermoelektrische Kühlung an den Ohren?